wirklich Gewalt und deren Beeinflussung durch sogenannte Killerspiele. Der Vortrag selber ist in 5 Teile geteilt, wobei ich mich hauptsächlich bei den Forschungsmethoden der Psychologie und der Aggression im Labor aufhalten werde. Das heißt also, ich wurde bei einem anderen Vortrag gebeten, mal ein bisschen was zum Thema Killerspiele zu sagen, habe dann angeboten, für die Datenspuren in Dresden so einen Vortrag auszuarbeiten und habe mich da eben darauf konzentriert, die zur Verfügung stehenden Studien bzw. die Diskussion in den Medien da mal auseinanderzunehmen und dann auch bezüglich den Forschungsmethoden der Psychologie, also das, was da eigentlich handwerklich gemacht wird, das Ganze mal ein bisschen zu begutachten und zu kritisieren. Zu meinem Background: Ich bin Bildungswissenschaftler und Psychologe, habe also Psychologie im Nebenfach studiert und durfte mich da auch unter anderem mit Statistik, Forschungsmethoden, Diagnostik, Testkonstruktion und so weiter rumschlagen bzw. mich daran erfreuen. Studiere zurzeit im Master internationale Berufsbildung, spiele seit 1990, also seit über 20 Jahren, selber Computerspiele. Zuerst angefangen mit einem Atari VCS 2600 mit so Klötzchengrafik und seit 94 dann auch PC, unter anderem mit Wolfenstein und Doom, also zwei dieser berühmten, berüchtigten Killerspiele. Seit 96 bin ich Metal-Fan, insbesondere der Band Slayer. Ich war 23 Monate beim Bund, das hat später noch eine Bedeutung. Ich bin auch in die Kinderkrippe gegangen, allerdings war ich damals schon nicht mehr auf dem Töpfchen, sondern bin aufs richtige Klo gegangen. Also da gab es ja auch Diskussionen, ob das nicht irgendwie hier im Osten die Entwicklung beeinflusst hätte. Und ansonsten haben wir dann im letzten Jahr mit einigen Kommilitonen zusammen das Magdeburger Institut für Sicherheitsforschung aus der Uni ausgegründet, um uns eben auch mit solchen Themen zu befassen. Ja, los geht's mit den Forschungsmethoden der Psychologie oder warum eigentlich dieser Vortrag. Ne? Man hört in den Medien oder generell in der Debatte solche Aussagen wie: Killerspiele führen zu mehr Gewalt, am Computer lernt man Schießen und Töten und Killerspiele sind schuld an Schoolshootings und gehören verboten. Das sind so ein Haupttenor, den man in den Medien gerne wahrnimmt oder gerne hört. Erstmal eine Begriffsklärung. Was ist dieser Ausdruck Killerspiele? Also Killerspiele ist erstmal nur ein Dysphemismus für gewalthaltige Spiele. Das heißt, es ist ein Begriff, der absichtlich so geprägt wurde, um Spiele verächtlich zu machen. Es gibt keine einheitliche Definition dafür. Also die Wissenschaft selber lehnt diesen Begriff Killerspiele per se erst einmal ab. Deswegen hieß ja euer Vortrag auch Gewaltspiele. Das ist der eigentlich korrekte Begriff. Killerspiele oder Gewaltspiele sind Computerspiele, in denen der Avatar Gewalt gegen Mitspieler bzw. Non-Player-Characters, also nicht Computerspieler oder Mitspieler, die vom Computer gesteuert werden, ausübt. Eine juristische Definition existiert nicht. Wenn man also sagt, Computerspiele müssen verboten werden und wir müssen ein Gesetz dafür schaffen, dann existiert dieser Begriff im Juristischen momentan absolut nicht. Das heißt also, die Leute, die die Gesetze machen oder die Juristen, könnten mit dem Begriff an sich eigentlich erstmal nichts anfangen. Und es ist, wie schon gesagt, ein eher unwissenschaftlicher Kampfbegriff von Politikern. Was noch zu erwähnen ist: Ursprünglich bezeichneten Killerspiele Spiele wie Paintball, Gotcha oder Lasertag, wo also Leute rumlaufen und sich entweder mit Farbkügelchen beschießen oder halt mit solchen Laserwaffen, wie sie beispielsweise auch in der Ausbildung bei der Bundeswehr eingesetzt werden. Die Übertragung auf Killerspiele kam erst in den letzten auf Computerspiele kam erst in den letzten 10 bis 15 Jahren auf, auch begleitet durch Diskussionen eben um eben Amokläufer an Schulen, sogenannten Schoolshootings. Ich beziehe mich hier aufgrund der Datenlage hauptsächlich auf Amoklauf bzw. Schoolshootings, da eben, wie gesagt, wenn ich sowas erforschen will, ich immer auf Daten zurückgreifen muss und es gibt nicht so viele Vorkommnisse, bei denen eben Leute Amok laufen oder wo eben Gewaltspiele ein Teil der Analyse sein können, und deswegen habe ich mich hier auf die recht gut erforschten und untersuchten Schoolshootings eingeschränkt. Wenn ich einen Amoklauf oder ein sogenanntes Schoolshooting erforschen will, dann bleibt mir in der Regel nur die Postmortem-Analyse. Das heißt, ich kann, wenn so etwas passiert ist, hinterher hingehen und gucken, wieso ist das passiert. Das macht man in der Regel in der forensischen Psychologie oder in der Psychiatrie, meistens mit dem überlebenden Täter. Also in der Regel überleben die Täter. Es sind nur ungefähr 30-40% aller Amokläufe oder Schoolshootings, wo die Täter am Ende dann getötet werden oder sich selbst töten. Das heißt, in der Regel wird dann ein Psychiater oder Psychologe angesetzt oder mehrere, die sich mit diesem Täter befassen. Das sind dann solche Gerichtspsychologen, die beispielsweise die Schuldfähigkeit feststellen sollen. Was man auch macht danach, dann im Forschungsbereich, beziehungsweise in der Forschung selber, ist die Analyse des Umfelds. Man kann eben beispielsweise Musikgeschmack, Computerspiele, Familie, Gewaltverhalten in der Familie oder andere Sachen untersuchen. Des Weiteren wird dann in der reinen Forschung, das ist dann reine Grundlagenforschung, werden Laborstudien zur Analyse einzelner Faktoren durchgeführt. Das heißt, man guckt einfach, wie sehr steigert ein Computerspiel
Das Aggressionspotenzial. Wie sehr hat ein Buch oder Musik oder sonst irgendetwas Einfluss auf Gewalttätigkeit bzw. Aggression in einer Person? Bei den ganzen Amokläufen gibt es natürlich auch Überschneidungen. Also es ist relativ schwer, diese ganzen Tatbestände, die dort vorherrschen oder vorliegen, klar zu definieren. Es gibt vom FBI seit den 90er Jahren für die USA eine Definition im Kriminalistikhandbuch. Die habe ich hier der Einfachheit halber übernommen, weil eben die meisten Statistiken damit arbeiten. Und da gibt es eben Überschneidungen beispielsweise zum erweiterten Suizid. Der erweiterte Suizid trifft in der Regel oder findet in der Regel in Familien statt und betrifft beispielsweise Straftaten im Rahmen einer Scheidung oder einer Trennung, wo dann einer der Täter in der Regel die ganze Familie auslöscht. Meistens ist das dann der Mann, der eben die Kinder umbringt und sich dann selbst tötet. Oder zum Suicide by Cop kommt. Das heißt also, viele Suizidale haben Probleme damit, sich selbst zu töten. Und sie provozieren dann eben einen Polizisten oder einen Wachmann so sehr, dass dieser die dann tötet. Das findet beispielsweise auch statt, wenn der Suizid, der selbst durchgeführte Suizid, durch beispielsweise Religion oder sonstige Sachen eben verboten ist. Ursprünglich stammt der Begriff Amok aus dem Malaiischen und bezeichnete eine Kampftechnik, ähnlich dem germanischen Berserker. Das heißt also, die Krieger sind dort, haben sich aufgeputscht und sind dann in wilder Raserei auf den Gegner los und sind in der Regel dabei auch umgekommen, weil die eben losgerannt sind und losgeschlagen haben. Und das war dort eben ein sozial anerkanntes Verhalten. Es wurde gefördert, ähnlich wie bei uns der Berserker. Und es wurde später dann auch genutzt, um in der Kultur dort Suizid durchzuführen, weil dieser verboten war. Das heißt also, wenn jemand suizidal war, hat er eben solch einen Amoklauf begangen und hat dann damit gerechnet, dass er irgendwann getötet werden wird und eben damit quasi seinen Suizid herbeigeführt. Ein anderer Begriff ist dann das School Shooting. Das School Shooting ist ein Amoklauf oder ein Massentötung im Rahmen einer Schule. Wobei dabei auch nicht immer unbedingt klar ist, wenn man sowas untersucht, ob das jetzt ein School-Shooting ist oder nicht. Es gab beispielsweise in Deutschland einen Fall, wo ein ehemaliger Schüler in die Schule gekommen ist und hat dort eben Lehrerinnen und Schüler getötet. Allerdings war der Täter damals schon weit über 40 Jahre alt und zwischenzeitlich im Zweiten Weltkrieg gewesen. Also das ist in den 50er Jahren passiert, ich glaube in Köln. Und da ist eben fraglich, ob er jetzt seine Schule bewusst ausgewählt hat, ob da vielleicht Traumatisierung durch den Zweiten Weltkrieg dahinter stecken oder andere Sachen. Das heißt also, die, ich sag mal, etwas theoretische Abgrenzung ist nicht immer zu treffen. Es gibt eine Definition für Amoklauf. Inzwischen ist man dazu übergegangen oder ursprünglich gibt es zwei Diagnosehandbücher für Mediziner bzw. Psychologen. Das sind einmal das DSM, das Diagnostic and Statistic Manual, und der International Code of Diagnostics, der ICD. Der wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO herausgegeben und da ist dann in einem dicken Buch, stehen dann dort alle möglichen Diagnosekriterien für Krankheiten von Masern über Mumps bis HIV und eben auch psychologischen Störungen. Und da taucht der Amoklauf beispielsweise als kulturbezogene affektive Störung auf. Man ist dazu übergegangen, dass in den letzten Jahren, es wird an einer neuen Version gearbeitet, das Ganze etwas zu ändern. Und es gibt deshalb eine neue Definition für Amoklauf. Die ist jetzt eine Arbeitsdefinition, also die Version 11 ist, glaube ich, die jetzt kommen soll. Ist noch nicht herausgegeben, damit ist das Ganze noch nicht bindend. Aber ich habe sie eben rausgesucht, weil sie etwas weiter greift und etwas besser passt zu dem Thema. Und die Definition lautet, bei einem Amoklauf handelt es sich um die versuchte Tötung mehrerer Personen durch einen einzelnen, bei der Tat körperlich anwesenden Täter mit potenziell tödlichen Waffen innerhalb eines Tatereignisses ohne Abkühlungsperiode, das zumindest teilweise im öffentlichen Raum stattfindet. Und wenn dieser Amoklauf dann hauptsächlich oder exklusiv an einer Schule stattfindet, sprechen wir vom School Shooting. So, und damit eine kleine Überführung zu den Fakten. Amok ist kein neues Phänomen, Amok ist alt, abgeleitet von dem malaiischen Begriff Amok, Kriegsruf, der wütend oder rasend bedeutet. Es gab die Amokläufer, sogenannte Pengamok, das ist also auch in dieser malaiischen Volkssprache. Das ist eine Kriegergruppe, die ähnlich den Berserkern bei uns im germanischen nördlichen Raum kämpften. Und es handelt sich dabei um ein sozial anerkanntes Verhalten, das kriegstaktisch sinnvoll ist. Es gab aber eben auch individuelle Amokläufe, um der Versklavung zu entgehen und das Ansehen zu retten. Das waren dann also so ähnliche Taten, die diesem Suicide by Cop entsprechen, wo also derjenige, der Amok gelaufen ist, diese Tat begangen hat, um am Ende dann getötet zu werden. Die Erforschung des Amok begann bereits im 19. Jahrhundert, insbesondere in Malaysia, deswegen hat sich dieser Begriff so durchgesetzt. Und gleichzeitig mit der Erforschung begann eine Veränderung der sozialen Akzeptanz, insbesondere als dann eben westliche Kulturen dort Einzug hielten.
Und beispielsweise die christlichen Kirchen, die katholische und die evangelische, ja, Amok sowie Suizid verurteilen und den als Sünde betrachten. Die beiden Statistikhandbücher, wie schon erwähnt, führen Amok als kulturabhängiges Syndrom. Das heißt also, eigentlich ist die Definition immer auf diese Kultur bezogen. Das heißt, wenn ich Amok nach Statistikhandbuch definieren will, kann ich damit eigentlich nur einen Malaysier oder jemand, der in Malaysia aktiv ist, als Amokläufer bezeichnen. Aber der Begriff hat sich halt durchgesetzt und deswegen gab es auch diese Neudefinition. In der westlichen Welt ist Amok als Amokphänomen relativ neu, was wahrscheinlich auch mit dem Einfluss der christlichen Kirchen zu tun hat. 1913 ermordet der Hauptlehrer Wagner Frau und seine vier Kinder, das wäre dann der erweiterte Suizid, also seine ganze Familie ausgelöscht, hat mehrere Brände in seinem Dorf gelegt und dann auf die Flüchtenden geschossen, mit Hilfe von relativ einfachen Waffen damals noch. Man sieht also hier, das ist der erste als Amoklauf bekannte Fall in Deutschland, der vor dem Ersten Weltkrieg stattfand. Es gibt keinerlei offizielle Statistik, die Amokläufe erfasst oder School-Shootings erfasst, weil diese als Tatbestand im kriminalistischen Bereich nicht existieren. Deshalb muss man oder müssen viele Psychologen oder stellen viele Psychologen, die sich damit befassen oder auch Psychiater, eigene Statistiken. Es gibt zwei, die hier im deutschen Raum stark rezipiert werden. Das sind Schmidtke et al. Aus dem Jahr 2002. Da gab es 143 Taten. Von diesen 143 Taten, die als Amoklauf klassifiziert wurden, gab es 145 Täter. Es gab also zwei oder drei Amokläufe mit mehreren Tätern. Und unter diesen 145 Tätern war lediglich ein weiblicher Täter. Es ist also falsch zu sagen, dass Amoklauf nur von männlichen Tätern begangen wird. Es gibt weibliche Täter, die sind aber im 1%-Bereich. Also das sind unter 5% der Täter, je nach Statistik, sind weiblich. Das heißt, Amoklauf bleibt zum Großen und Ganzen oder im Großen und Ganzen ein männliches Phänomen. Eine andere Statistik von Adler aus dem Jahr 2000 geht von 101 Fällen weltweit aus und identifiziert dabei fünf weibliche Täter. Zu den Faktoren. In der Psychologie ist es ja Ziel herauszufinden, was führt dazu, dass sich jemand so verhält. Also warum läuft jemand Amok? Wenn ich das machen will, dann muss ich sogenannte Faktoren finden. Das heißt also, das sind die Dinge, die Einfluss auf die Entwicklung einer Person haben. Monokausale Erklärungen funktionieren nicht. Also kein seriöser Psychologe würde sowas sagen wie, wer Killerspiele spielt, wird automatisch Amokläufer. Oder wer Metal-Musik hört, wird Amokläufer. Oder wer zu spät ins Bett geht, wird Amokläufer. Also das sind so solche sehr vereinfachenden Aussagen, die in der Wissenschaft überhaupt nicht mehr für ernst genommen werden. Man geht davon aus, dass es multiple Faktoren gibt, also mehrere Faktoren. Und diese Faktoren werden im Rahmen einer sogenannten Multifaktoranalyse versucht zu identifizieren. Das heißt also, das, was die Forschung dort macht, ist, sich Fragen zu stellen. Und die Fragen lauten im Großen und Ganzen einfach, welche Faktoren gibt es? Was beeinflusst also eine Person, irgendwann gewalttätig zu werden, Amok zu laufen, Aggression auszuleben? Wenn wir diese Faktoren identifiziert haben, wie ist die Gewichtung der Faktoren untereinander? Es gibt also mehrere Faktoren und es gibt sowohl positive als auch negative Faktoren. Ein positiver Faktor, der also Gewaltausbrüche verhindert, ist beispielsweise das Selbstbewusstsein bzw. das Selbstwertgefühl. Und wie hoch muss das Selbstwertgefühl sein, damit eben ein Killerspiel zu Gewaltausbrüchen führt? Das wäre so eine Frage der Gewichtung der Faktoren untereinander. Und dann natürlich auch der Relation der Faktoren untereinander. Wie hängen die zusammen? Addieren sie sich, subtrahieren sie zusammen, also verhindern sie Gewaltausbrüche. Wenn sie beide zusammenwirken, führt das dazu, dass es eher zu Gewaltausbrüchen kommt. Das ist also genau die Frage, die dabei, oder das sind die Fragen, die dabei beantwortet werden müssen. Das Ganze führt dann mathematisch oder statistisch betrachtet zu einer Matrix, die aus mehreren Vektoren besteht, also aus den Spalten. Und diese Vektoren repräsentieren dann solch einen Faktor. Und ideal wäre es, wenn man dann am Ende irgendeine Gleichung hat, in der man eben diese Faktoren miteinander verketten kann und dann genau ausrechnen kann, wenn ich an dem Faktor 10% erhöhe, dann ist die Chance eines Gewaltausbruchs um 5% erhöht oder sowas. Das wäre der Zustand in einer idealen Welt oder auch im Lehrbuch, ist allerdings in der Realität so einfach nicht. Also man wird in der Regel nicht zu solch einem Modell der Vorhersage kommen können. Ja, wenn ich Faktoren finden will, dann bleibt mir eigentlich nur eins übrig: Empirie, Empirie, Empirie. Und wie unser Empirie-Prof sagte, Empirie gelingt selten oder nie. Das heißt also, man muss wirklich rausgehen und dann im Feld oder im Labor forschen. Solche Forschung ist unglaublich kompliziert, ist langwierig, ist teuer, ist sehr komplex. Und wir haben in der Psychologie natürlich ein Problem: Wir können die Experimente nicht beliebig variieren. Also wenn man das beispielsweise mit, ich sag mal, der Arbeit von Physikern oder Ingenieuren vergleicht, die können einfach am Computer dann durchsimulieren oder einfach im Labor
durchtesten. Und das können wir halt in der Psychologie nicht ohne weiteres machen. Wir können nicht einfach 20 Versuchspersonen in den Raum setzen, legen da zwei Pistolen rein und dröhnen die so lange mit Musik voll, bis einer von denen durchdreht und die anderen abballert. Das geht nicht. Wir können natürlich auch ebenso wenig beispielsweise ins Gehirn eingreifen durch Medikamente oder indem man eben Teile des Gehirns lahmlegt. Das ist ja, also das hat durchaus auch Einflüsse. Drogen, Medikamente oder ähnliches können wirken, aber die können wir im Labor nicht einfach jetzt so den Leuten da verabreichen. Das heißt also, wir haben jetzt zum einen ethische Probleme, ein Aggressionsdurchbruch müsste eigentlich gemessen werden. Also wenn ich wirklich sauber forschen will, müsste ich eigentlich darauf hinzielen, dass diese Versuchsperson einer anderen Versuchsperson irgendwie Gewalt antut. Das wird aber natürlich keine Ethikkommission je erlauben. Ein anderes Problem zurzeit sind die bildgebenden Verfahren, so ein aktueller Hype. Also man sieht immer in vielen Zeitungen jetzt lustige, bunte Bilder, wo irgendwelche Hirnareale aufleuchten. Und dafür kriegt man zurzeit Geld, damit kommt man auch in die Medien. Und deshalb wird hier ein Teil der Forschung auf diese bildgebenden Verfahren ausgelagert. Es ist allerdings auch immer fraglich, ob man jetzt durch solch ein Bild aus dem fMRI oder sonst irgendwoher großartig Schlüsse ziehen kann. Also da sollte man auch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Die zentrale Frage, wenn ich solch eine Studie oder eine Untersuchung mache, ist, was messe ich da eigentlich? Und die Frage des, was messe ich, ist die Frage der Operationalisierung. Die Operationalisierung ist also das, was der Sozialwissenschaftler oder Psychologe macht, wenn er versucht, irgendwas messbar zu machen. Um es mal theoretisch auszudrücken, Operationalisierung ist die Übersetzung theoretischer Konstrukte in messbare Variablen. Da gibt es auch ein schönes Beispiel für. Das bekannteste ist sicherlich der Intelligenztest. Den kennt ja inzwischen auch fast jeder oder eine Form des Intelligenztests. Das theoretische Konstrukt, das dahinter steckt, ist die Intelligenz. Und die Fragen, die ich dann halt in der Zeitschrift oder sonst irgendwo ankreuze oder beantworte, das sind diese messbaren Variablen, mit der die Intelligenz gemessen werden soll. Es gibt dazu auch einen passenden Spruch. Als mal ein Professor gefragt wurde, was denn nun Intelligenz sei, hat er geantwortet, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Wir haben also so ein kleines rekursives Definitionsproblem. Ich lege natürlich mit der Konstruktion dieses Testes fest, was ich genau messe. Wenn ich also dort irgendeinen Fehler mache und irgendwas nicht richtig herleite, begründe oder falsch interpretiere, dann ist natürlich die gesamte weitere Forschung eigentlich für die Mülltonne. Wenn ich also hier nicht in der Lage bin, diesen Begriff oder dieses Konstrukt Aggression irgendwie richtig messbar zu machen, dann kann ich alle Schlüsse, die ich aus der Messung ziehe, komplett in den Papierkorb werfen. Aggression ist ein sogenanntes latentes Konstrukt. Latente Konstrukte sind die Konstrukte, die wir nicht direkt messen können. Bestes Beispiel, wie gesagt, die Intelligenz. Also die Größe oder das Gewicht einer Person kann ich problemlos messen. Da muss ich sie halt nur mit einem Maßband und einer Waage bearbeiten. Intelligenz und Aggression kann ich nicht ohne weiteres messen. Und das ist eben der Punkt, wo ich dann hingehen muss und muss irgendwelche Fragebögen, Tests, Beobachtungsbeschreibungen oder ähnliches entwickeln. Und dann gibt es auch noch in der Psychologie das Problem. Paul Watzlawick hat mal gesagt, wenn du einen Hammer hast, ist die ganze Welt ein Nagel. Und das trifft auch bei einigen der Studien zu, die ich nachher vorstellen werde. Man hat dann irgendwo mal einen Test gefunden für Aggression bzw. Aggressionspotenzial. Und der wird dann natürlich auch weiblich und immer wieder ausgenutzt. Und einige Psychologen nutzen so ein Ding ihr ganzes Forscherleben lang, also 20, 30 Jahre, ohne mal zu hinterfragen, ob das Ding wirklich taugt oder zu fragen, ob es vielleicht auch bessere Alternativen gibt. Man kann Aggression über verschiedene Variablen messen, beispielsweise Herzfrequenz. Wer also aggressiv ist, der hat einen erhöhten Blutdruck, der hat eine erhöhte Herzfrequenz. Herzratenvariabilität kann man messen. Lidschlussfrequenz, die kann man auch wunderbar messen. Die wird beispielsweise von einigen Autos oder Assistenten gemessen, wenn es darum geht, Müdigkeit zu messen. Also je nachdem, wie das Auge dann flackert. Jemand, der aufgeregt ist, hat eine sehr geringe Lidschlussfrequenz. Das heißt also, der hat wenig Lidschläge pro Minute. Der Hautleitwiderstand kann gemessen werden, das ist das, was man immer bei diesen Lügendetektortests macht. Der Cortisonspiegel, Aktivierung bestimmter Hirnareale, das sind also alles Möglichkeiten, um Aggression irgendwie messbar zu machen. Und wie ich schon sagte, ist eben diese Operationalisierung die Grundlage der Messung und hat damit fundamentale Bedeutung für alle weiteren Schlüsse, die ich aus so einer Studie oder sonst irgendwas ziehe. Für Messungen gibt es Gütekriterien. Vier davon möchte ich mal kurz vorstellen. Das sind so die allgemeinen. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr und wesentlich speziellere Gütekriterien. Der erste Punkt ist die Objektivität. Die Objektivität meint die Unabhängigkeit vom Testleiter. Das heißt also, wenn ich den Test mit 20 verschiedenen Testleitern durchführe, müsste 20 mal dasselbe Ergebnis bei rauskommen. Das heißt also, wie unabhängig ist diese Untersuchung von demjenigen, der sie durchführt?
Das ist leider nicht bei allen Tests gegeben. Man kennt diese Diskussion vielleicht noch aus dem Schulunterricht, wo man gesagt hat, Mathelehrer hat es leicht, der kreuzt an, ob das Ergebnis richtig oder falsch ist und gibt mir dann die Punkte. Wenn der Deutschlehrer ein Diktat oder, nein, Diktat nicht, einen Aufsatz bewerten muss, dann ist das weniger objektiv, ne, weil vielleicht drei verschiedene Deutschlehrer drei verschiedene Noten geben würden. Und genau diese Probleme gibt es auch bei psychologischen Tests. Insbesondere dann, wenn die Psychologen beobachten und interpretieren müssen, was in einem Test der Fall ist, wie ich nachher noch zeigen werde. Die Reliabilität ist das Maß für die formale Genauigkeit. Das heißt also, wie zuverlässig reliabel misst denn der Test überhaupt? Die Validität ist wieder die Frage bei der Operationalisierung, misst der Test das, was er messen soll? Messe ich da wirklich Aggression oder nicht vielleicht gerade Verliebtheit oder sowas? Ne? Wenn jemand frisch verliebt ist, ändert sich der Blutdruck und die Hautleitfrequenz ändert sich genauso. Und da ist jetzt die Frage, kann mein Test unterscheiden zwischen, da ist jemand verliebt oder da hat jemand Hunger oder da ist jemand aggressiv? Und da muss man eben darauf achten, dass man eben in solchen Abgrenzungsstudien versucht herauszufinden, ob der Test eben dafür geeignet ist. Und dann der wichtigste Punkt für die Laborstudien, das ist die Generalisierbarkeit. Wie übertragbar ist der Test in die reale Welt? Die meisten Studien finden ja in der Regel irgendwo im Labor statt. Und wenn ich eine Studie im Labor stattfinden lasse, ist die Frage, verhalten sich die Menschen auch in der Realität so? Denn das Labor ist ja eine künstliche Situation, in der sie sich befinden. Und da ist natürlich dann immer die Frage, verhalten die Menschen sich anders als draußen oder verhalten die sich genauso? Und das ist eben auch einer der Kritikpunkte bei all den Laborstudien generell. Also all diese Aggressionsstudien finden sich immer in einem künstlichen Setting, in einem künstlichen Labor mit künstlichen Bedingungen, die so in der Realität nicht auftreten und sind deshalb unter Umständen gar nicht oder nur gering übertragbar in die Welt. Ja, und damit kommen wir dann auch schon ein bisschen ans Eingemachte, Aggression im Labor. Wie kann ich Aggressionen messen? Was macht der denn jetzt schon wieder? Okay. Wenn ich Aggression messen will, dann brauche ich irgendeine Theorie und irgendein Modell der Aggression. Also wie beschreibe ich, was Aggression ist und wie mache ich Aggression messbar? Da gibt es von den Herren Anderson und Bushman, die hast du, glaube ich, auch schon erwähnt, ne? Ja, die wurden also im letzten Vortrag auch schon erwähnt, das General Aggression Modell, also das Modell der allgemeinen Aggression. Anderson und Bushman orientieren sich hierbei sehr stark an der sogenannten Theorie des sozialen Lernens beziehungsweise am Lernen am Modell. Das sind also Theorien oder Untersuchungen, die insbesondere von Albert Bandura durchgeführt wurden, einem bekannten Sozialpsychologen. Und der hat eben unter anderem herausgefunden, dass gerade Kinder am Modell lernen. Das heißt, die ahmen das nach, was Erwachsene tun. Die Hypothese hinter diesem GAM oder dem General Aggression Model ist, dass gewalthaltige Medien die Entwicklung kognitiver Skripte fördern. Das heißt also, jemand, der gewalthaltige Medien konsumiert, legt Skripte ab, also so eine Art Makro- bzw. Verhaltensweisen in seinem Gehirn, und diese Skripte erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Aggressionsdurchbruchs. Oder vereinfacht gesagt, jemand sieht die ganze Zeit gewalthaltige Medien im Fernsehen oder spielt gewalthaltige Computerspiele. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass er gewalthaltige Problemlösungsstrategien entwickelt und diese dann irgendwann in der Realität zum Einsatz kommen. Gemessen wird bei diesen Studien in der Regel nur, insbesondere von den beiden Herren Anderson und Bushman, das Aggressionspotenzial. Wie ich eingangs schon sagte, wir können schlecht Versuchspersonen aufeinander losgehen lassen mit irgendwelchen Waffen oder so. Deshalb misst man Aggressionspotenzial über verschiedene Tests. Das Aggressionspotenzial ist zweifellos ein Faktor, der Einfluss hat. Und es ist auch ein Faktor, der gut gemessen werden kann. Das hat natürlich zur Folge, der wird gemessen. Das kann man machen beispielsweise über bildgebende Verfahren, also funktionelle Magnetresonanzimaging oder ähnliche Sachen. Das wird aber von Anderson und Bushman in der Regel gemacht über den sogenannten Taylor Competitive Reaction Time Test, TCRTT. Der Test funktioniert so, dass eine Versuchsperson den Gegner für das Versagen, beziehungsweise eine zweite Versuchsperson, für das Versagen in einem Reaktionstest mit Lärm bestraft. Das heißt also, zwei Versuchspersonen sitzen sich gegenüber und müssen gemeinsam an einem Reaktionstest teilnehmen. Und sie haben nur gewonnen, wenn beide jeweils ihren Teiltest gewinnen. Die zweite Versuchsperson ist entweder ein Schauspieler oder ein Assistent, der eben willentlich und wissentlich nicht gewinnt, der also immer zu langsam ist oder sich einfach immer zu doof anstellt. Oder man hat halt eben, wenn man Computer einsetzt, den Computer manipuliert, so dass die zweite Versuchsperson nie gewinnen kann. Da wird also irgendwie im Hintergrund manipuliert.
Und die erste Versuchsperson kann dann die zweite Versuchsperson mit einem, wie haben Sie gesagt, schrecklichen Buzzerton, also mit so einem bestrafen. Und die vermessen oder versuchen die Aggression oder das Aggressionspotenzial daran zu messen, wie sehr die erste Versuchsperson die zweite Versuchsperson mit diesem ekligen Geräusch bestraft. Interessanterweise ist das, wird das über Beobachtung gelöst. Das heißt, da stehen irgendwelche Assistenten, Beobachter und so weiter im Hintergrund. Meistens sind das dann Psychologiestudenten. Und die müssen dann irgendwie auf dem Fragebogen, auf einer Skala ankreuzen, wie aggressiv sie jetzt die Bestrafung des zweiten durch den ersten, der ersten Versuchsperson fanden. Und da haben wir genau das Problem der Operationalisierung. Wie genau bewerten die das? Ist das die Dauer, mit der die erste Versuchsperson auf den Knopf drückt? Ist das die Lautstärke, die da irgendwie geregelt wird? Ist es der Druck auf den Knopf? Also ist es aggressiver, wenn ich kurz, aber kräftig drauf haue? Oder ist es aggressiver, wenn ich leicht, aber lange drauf drücke? Das sind also alles Fragen, die hier nicht besonders objektiv beantwortet werden. Das heißt also, da hängt es davon ab, wie der Beobachter dort entsprechend das ganze Einschätzung ankreuzt. Und deswegen führt es dazu, dass diese Tests relativ schwer objektiv wiederholbar sind. Das heißt also, wenn ich die Beobachterriege austausche, kommen unter Umständen komplett andere Ergebnisse heraus. Und das ist für solch eine Studie nicht unbedingt besonders hilfreich. Eine zweite Möglichkeit oder Variante, die von diesen Anderson und Bushman durchgeführt wird, ist die sogenannte Befragung, das heißt also die Selbstauskunft. Das heißt, die Versuchspersonen müssen selber angeben, wie aggressiv sie sich gerade empfinden. Das ist natürlich auch wieder problematisch, weil jede Versuchsperson ihr eigenes Aggressionspotenzial komplett anders einschätzt. Also jemand, der ein gewisses Grundaggressionspotenzial hat, wird ein erhöhtes Aggressionspotenzial vielleicht nicht mehr so wahrnehmen wie jemand, der das nicht hat. Also wer die ganze Zeit ausgewogen ist und jetzt mal so ein bisschen aufgeputscht wird, dann nimmt das vielleicht stärker wahr als jemand, der die ganze Zeit schon aggressiv ist. Und deshalb sind wahrscheinlich auch diese Auskünfte hier problematisch, beziehungsweise auch wieder zumindest nicht objektiv. Das Setting ist in der Regel so, dass die Versuchspersonen irgendein Spiel spielen. Meistens sind das halt eben solche Computerspiele wie Doom oder Hitman oder ähnliches. Eine zweite Gruppe spielt dann halt eben irgendein anderes Spiel, das weniger aggressiv ist. Ein Autorennspiel oder sowas wie die Sims oder ähnliches. Und dann wird das Spiel in der Regel nach einem gewissen Zeitraum unterbrochen. Also um das Ganze vergleichbar zu halten, lässt man die dann 30 Minuten, 40 Minuten spielen. Und wenn die Stoppuhr sagt, 30 Minuten sind rum, dann wird das Spiel unterbrochen. Und dann wird in irgendeiner Art und Weise wird dann dieses Aggressionspotenzial der Person gemessen. Dabei wird aber verkannt oder generell ignoriert, dass die Versuchsperson aus ihrer Immersion gerissen wird. Das heißt, wenn jemand 30, 40, 50 Minuten lang ein Spiel spielt und wirklich dabei ist, dann gibt es den Prozess der sogenannten Immersion. Das heißt, die Versuchsperson, der Spieler, taucht in diese Spielewelt ein. Ne? Der fiebert mit, der erschrickt sich, der freut sich, wenn er seinen Gegner besiegt, der äußert sich in irgendeiner Art und Weise von wegen, jetzt habe ich den Gegner platt gemacht oder nicht der schon wieder. Und wenn das dann natürlich unterbrochen wird, diese Immersion von außen, führt das in der Regel schon zu einer Erhöhung des Aggressionspotenzials. Und da ist es meistens auch egal, was für ein Spiel der spielt. Ob da jemand Ballerspieler spielt oder Fußballmanager oder die Sims oder Mensch ärgere dich nicht oder Schach. Dieses Aggressionspotenzial taucht bei dieser Unterbrechung in der Regel bei jedem auf. Das passiert auch bei den meisten, wenn sie gerade ein Buch lesen oder sich irgendwie in die Musik vertiefen und dann rausgerissen würden, weil es gerade an der Haustür klingelt oder irgendjemand was von einem will. Dann gibt es meistens auch ein erhöhtes Aggressionspotenzial. Das heißt, das ist ein Faktor, der bei der Messung auftritt, der aber nicht wirklich herausgerechnet wird oder der eigentlich bei dieser Betrachtung auch nie wirklich in die Bemessung mit einbezogen wird. Es gab auch Studien, da wurde dann halt eben verglichen, da wurden Spieler, sollten dann eben so spielen, wurden aus der Immersion rausgerissen und die Vergleichsgruppe hat irgendwas anderes gemacht, wo aber kein so ein Immersionseffekt stattfand und wo die auch nicht herausgerissen wurden. Und da war es dann nicht wirklich überraschend, dass die Personen, die gespielt haben, logischerweise ein erhöhtes Aggressionspotenzial hatten. Das ist dann aber mit der zweiten Gruppe nicht wirklich vergleichbar, weil die halt eben diesen Immersionseffekt nicht haben. Ein weiterer Punkt oder der zentrale Punkt bei der Theorie von Bushman und Anderson ist, dass Aggressionspotenzial nicht gleich Aggressionsdurchbruch ist. Nur weil jemand gerade aggressiv drauf ist, heißt das noch lange nicht, dass der dann mit einer Pistole loszieht und seine halbe Schule ausradiert oder irgendjemand den Schädel einschlägt. Und genau das ist eben dieser Punkt. Die Gewalt im Medium
entspricht nicht der Gewalt in der Umwelt. Im letzten Vortrag wurde die Rahmungskompetenz, das Framing angesprochen und genau das findet hier bei Medien auch statt. Nur weil ich in einem Computerspiel meinen Gegner töte oder aus dem Verkehr räume, heißt das lange noch nicht, dass ich das auch in der Umwelt machen werde. Dass ich also irgendein Fahrradfahrer oder nervigen Autofahrer jetzt einfach mit einer Pistole wegschieße. Das heißt also, es gibt immer noch diesen Punkt, Aggressionspotenzial muss zu Aggressionsdurchbruch werden. Es muss also zu einer wirklich aggressiven, gewalttätigen Handlung kommen. Und diese Handlung findet so gut wie bei niemandem statt. Wichtig ist hierbei auch, dass diese Skripte, die dort ablaufen, auf die sich Anderson und Bushman berufen, immer noch aktiv durch das Individuum ausgewählt werden. Das heißt also, das Individuum selbst kann entscheiden, welche Reaktion es durchführt. Ob es jetzt gewalttätig wird, ob es die Zähne zusammenbeißt und weggeht, weil es weiß, okay, jetzt bin ich halt ein bisschen aufgeregt, jetzt gehe ich lieber weg aus der Situation. Oder ob es freundlich bleibt oder sonst irgendwas. Also diese ganze Auswahl findet im Individuum statt. Wenn diese Auswahl nicht stattfände, rein theoretisch betrachtet, dann bräuchten wir auch nicht, also hätten wir keinen freien Willen und dann bräuchten wir das alles gar nicht diskutieren, weil dann könnten wir sagen, wir sind eh nur Tiere und sind Trieb und Instinkt gesteuert. Wie gesagt, der Punkt des Framings ist der wichtigste. In der Regel ist es so, dass die meisten Menschen in der Lage sind, die unterschiedlichen Rahmungen durchzuführen. Das heißt, sie wissen, ich bin gerade in der Schule. In der Schule gelten bestimmte Verhaltensregeln und die führe ich hier durch. Wenn ich im Computerspiel bin und irgendwie dort Doom zocke oder Wolfenstein oder Counter-Strike oder sonst irgendwas, dann habe ich dort komplett andere Regeln. Wenn ich Counter-Strike spiele, dann kann ich halt meinem Gegner oder jeder beliebigen Person dort mit einem Scharfschützengewehr in den Kopf schießen. Dann passiert vielleicht im Spiel was, aber ich habe niemand Reales getötet. Und dieser Punkt, oder es ist eben fraglich, ob dieser Punkt durch Computerspiele wirklich verändert werden kann. Und dann ist natürlich wieder die Frage nach der Generalisierbarkeit. Kann ich das Verhalten, das die Anderson und Bushman im Labor gemessen haben, auf die allgemeine Welt übertragen? Sind also Personen wirklich, wenn ich sie aus dem Spiel reiße, wirklich so gewalttätig oder in der Realität, werden die gewalttätig, wenn die selber aus dem Spiel aussteigen? Wenn sie also irgendwann an einem Levelende oder mit dem Spiel fertig sind und dann von sich aus aufhören, also diesen Immersionsprozess anders beendet haben, ist dann das Gewalttätigkeits- oder Aggressionspotenzial dasselbe? Und dann natürlich die Validität, wird in diesen Tests wirklich Aggressionspotenzial gemessen. Es gibt noch eine zweite Theorie, auf die stark zurückgegriffen wird. Das ist die sogenannte Katharsis-Theorie. Katharsis stammt, glaube ich, aus dem Griechischen und ist eigentlich ein Begriff der Literaturwissenschaft. Da geht es darum, dass der Held in der Erzählung durch irgendwelche Aufgaben oder irgendwelche Sachen, die er erlebt, sich verändert. Also das klassische Beispiel, Odysseus, der da auf den Weltmeeren rumschippert und dem dann halt seine Steine in den Weg gelegt werden auf seiner Rückreise und der dann am Ende, wenn er ankommt, ein anderer Mensch ist als der losgefahren ist. Und die Katharsis-Theorie erklärt oder versucht, Aggression evolutionspsychologisch bzw. über die Phylogenese, also die Stammesentwicklung des Menschen, zu erklären. Man geht dort davon aus, dass Aggression ein Trieb ist, das heißt also, es gibt biologische Ursachen für Aggression und diese biologischen Ursachen haben uns entweder dabei geholfen, an die Spitze der Evolution zu kommen, also haben uns eben dabei geholfen, die Welt quasi zu erobern und uns an die Spitze der Nahrungskette zu setzen. Oder sie waren vielleicht auch dafür notwendig. Also da gibt es so noch gewisse Diskussionen in dem Bereich, aber grundsätzlich geht man halt davon aus, dass Aggression ein Trieb ist, der dem Menschen immanent ist, der also jedem Menschen innewohnt. Und eine Katharsis kann dazu helfen oder kann dazu führen, dass diese Triebe ausgelebt werden können im Rahmen einer sogenannten Triebabfuhr. Also Triebabfuhr ist ein Begriff, der kommt direkt aus der Psychoanalyse von Sigmund Freud. Die Anhänger der Katharsis-Theorie gehen davon aus, dass Gewaltspiele auch als sogenannte Coping-Strategie eingesetzt werden. Eine Coping-Strategie ist eine Strategie, die ein Individuum entwickelt, um mit irgendwelchen Problemen oder Herausforderungen klarzukommen. Also Coping-Strategien gibt es beispielsweise auch für Analphabeten, die lernen dann irgendwo in der Gesellschaft klarzukommen, ohne dass sie lesen können, indem sie Zeichen, Zahlen verstehen, Bilder verstehen oder sich einfach an anderen Menschen orientieren. Im Rahmen der Katharsis-Theorie geht man davon aus, dass diejenigen, die Gewaltspiele spielen oder einen Großteil dessen, diese einsetzen, um ihr eigenes Aggressionspotenzial zu verringern. Das heißt, sie sagen sich, okay, ich bin gerade schlecht drauf oder war ein mieser Tag oder ich will irgendwie am liebsten jetzt, würde ich am liebsten Amok laufen, dann setzen die sich halt
an ihren Computer und spielen für eine gewisse Dauer irgendein gewalthaltiges Computerspiel. Und wenn sie mit dem Spiel dann fertig sind, ist ihr Aggressionspotenzial gesunken, weil sie eben diese Aggression abgeführt bzw. ausgelebt haben. Es gibt einen weiteren Begriff, der in der Diskussion auch genannt werden muss. Das ist die sogenannte Risikohomöostasis. Homöostasis ist, glaube ich, auch wieder griechisch und bedeutet so viel wie Gleichgewicht. Und zwar geht man bei der Risikohomöostasis davon aus, dass der Mensch ein gewisses Level von Risiko benötigt und eben auch ein gewisses Level an Aufregung. Ursprünglich wurde das in einem anderen Zusammenhang untersucht, nämlich in der Arbeitspsychologie. Ich glaube 1963 wurden in den USA das erste Mal Medikamente mit Kindersicherung eingeführt. Das Ergebnis war, dass 3 Jahre später die Anzahl der verletzten und getöteten Kinder durch Medikamente wesentlich höher war, als in der Zeit, als es solche kindersicheren Medikamente noch nicht gab. Und da ist man natürlich darauf aufmerksam geworden, hat sich gefragt, was soll das, wieso passiert das jetzt? Und man hat dann festgestellt, dass die Eltern, die solche Medikamente hatten, die einfach haben rumstehen lassen. Die haben die also nicht mehr irgendwie in einem Medikamentenschrank weggeschlossen, sondern haben die offen im Badezimmer oder in der Küche rumstehen lassen. Blöderweise sind die kindersicheren Verschlüsse nicht wirklich kindersicher. Also die Kinder kriegen die mit etwas Mühe dann schon auf und können dann eben Zugang zu den Medikamenten erhalten. Ein anderes Beispiel dafür ist, ich glaube in Dresden, kurz nach der Wende, wurde untersucht oder festgestellt, dass die Taxifahrer mit den neuen West-Taxis, mit wesentlich mehr Technik, also ABS, Servolenkung und so weiter, wesentlich mehr Unfälle bauen als mit den alten Wolgas. Und da kam natürlich auch die Frage auf, was ist denn da jetzt los? Ne? Vorher fahren sie mit den Rüstenkisten durch die Stadt und sind wesentlich sicherer unterwegs als mit den schönen, teuren, neuen computergesteuerten Autos mit Stern auf der Haube. Und hat man eben auch festgestellt, dass diese Risikohomöostasis zum Tragen kam, aufgrund dessen, dass die Taxifahrer jetzt eben als wesentlich sicherer verkaufte Automobile hatten, sind sie wesentlich riskanter gefahren. Und wie mein Physiklehrer mal sagte, die Physik kann man nicht überlisten und nicht betrügen, hat es da eben mehr Fahrer aus der Kurve getragen oder sind gegen den Baum gefahren. Und dieser Punkt trifft natürlich auch hier in der Gesellschaft ein, in dem Sinne, indem wir Risiko und Gewalt immer weiter eindämmen und verdrängen, tendieren Menschen dazu, irgendwo Risiko erleben zu wollen. Also es gibt jetzt diese ganzen Extremsportler, die da irgendwie Freeclimbing-mäßig auf irgendwelche Mauern und Berge hochklettern. Es gibt Fallschirmspringer und solche Leute, die halt irgendwo sich ihre Gewalt herholen. Und man geht davon auch aus, oder man geht in dieser Theorie auch davon aus, dass der Mensch in gewisser Weise so ein gewisses Risiko erleben muss, weil er das halt eben im Laufe seiner Evolution immer gehabt hat. Ne? Wenn man also vor 5000 Jahren durch den Wald gelaufen ist, bestand immer die Gefahr, dass da irgendein gefährliches Tier um die Ecke kommt und einen packt und man quasi sein Leben verliert. Problematisch ist bei dieser Katharsis-Theorie, dass das Ding eigentlich nicht im Labor messbar ist, beziehungsweise man kann es nicht oder kaum operationalisieren und messbar machen. Normalerweise müsste man, wenn man sowas messen wollte, in irgendeiner Art und Weise jemanden reizen, sodass er ein erhöhtes Aggressionspotenzial hat und müsste ihn dann Gewaltspiele oder andere Varianten zur Verfügung stellen, um sein Aggressionspotenzial zu senken. Das Ganze ist allerdings wieder ethisch fragwürdig. Ich darf jetzt hier nicht jeden einfach so reizen. Und es ist eben fraglich, wie man dann wieder dieses Aggressionspotenzial messen möchte. Ein weiterer Punkt, der dann, also das sind quasi diese beiden, also die Katharsis-Theorie und die General Aggression Model Theorie, sind die beiden, die sich quasi in der Diskussion immer noch ein wenig bekriegen. Es gibt allerdings auch allgemeine Probleme, die dann auf beide oder generell jede Theorie Auswirkungen hat. Zum einen ist natürlich wieder Grundgesetz der Statistik, Korrelation ist nicht Kausalität. Nur weil irgendwie 2 Variablen im Test wahrscheinlich miteinander korrelieren, das heißt also, wenn ich die eine erhöhe, erhöht oder verändert sich die andere auch, ne? Nur weil diese Korrelation vorliegt, heißt das noch lange nicht, dass die beiden Variablen kausal verknüpft sind. Das heißt also, wenn ich in der Statistik schaue, dass sich eine Variable verändert und die zweite verändert sich in Abhängigkeit von der ersten mit, heißt das noch lange nicht, dass die erste und beide über irgendeine Kausalverkettung, über irgendeinen Grund zusammenhängen. Beispielsweise, wenn man diese Frage stellt, erzeugt Medienkonsum ein erhöhtes Aggressionspotenzial, da kann man natürlich sagen, ja, die Leute schauen gewalthaltige oder die Kinder schauen gewalthaltige Filme, nutzen gewalthaltige Medien, deswegen erhöht sich ihr Aggressionspotenzial. Das wäre eine kausale Aussage. Man könnte andersrum aber auch fragen,
Gibt es vielleicht Versuchspersonen, die per se schon ein erhöhtes Aggressionspotenzial haben und die sich deshalb gewalthaltige Medien aussuchen? In dem Fall hätte diese gewalthaltigen Medien, Filme oder Spiele, keinen wirklichen Einfluss auf das Aggressionspotenzial der Person, sondern im Gegenteil, das Aggressionspotenzial, das schon vorhanden ist, hat Einfluss auf die Auswahl der Medien. Weitere Punkte, die hier auftreffen oder auftreten können: Welchen Einfluss haben Nahrung, Drogen und Medikamente? Ich glaube, dass Drogen und Medikamente Einfluss haben können, ist relativ offensichtlich, aber auch Nahrung hat durchaus Einfluss auf Aggressionspotenzial. Es gab einen Film, der heißt Super Size Me, da hat ein, ich glaube, New Yorker, Amerikaner, sich 3 oder 4 Wochen lang nur für McDonald's Fast Food ernährt. Und der hat unter anderem auch verschiedene Schulen besucht. Unter anderem auch eine Schule, die vorher Probleme hatte mit extremer Gewalt auf dem Schulhof. Also nicht mit unbedingt Amokläufen, aber mit Schlägereien, mit Gewalttätigkeiten, mit Aggressionen. Und die haben ihre komplette Schulernährung umgestellt und haben festgestellt, dass nachdem sie eben auf Biokost umgestiegen sind und viel Rohkost und weniger Fleisch, dass dort das gesamte Aggressionspotenzial in der Schülerschaft runtergegangen ist. Und gerade Fertignahrung, Fastfood und so weiter ist durchaus geeignet, Aggressionspotenzial bzw. auch negative Emotionen bei den Essern hervorzurufen, weil die natürlich Einfluss haben auf Neurotransmitter und generell auf das Wohlbefinden des Körpers. Ein weiterer Punkt, der Präfrontalkortex, das ist der Teil hier vorne am Gehirn, in dem sitzt wie sagt man dazu, Steuerungskontrolle, jetzt fällt mir der Fachbegriff nicht ein, die regeln quasi, ich sag mal, da vermutet man den freien Willen drinne und die Fähigkeit des Menschen, seine Handlung zu steuern, also diese ganze Steuerung, die eigenen Handlungen beeinflusst. Da gibt es einen sehr berühmten Fall in der Psychologie. Vor ungefähr 150 Jahren hat ein Bahnarbeiter durch einen Unfall ein Stahlrohr quer durch den Kopf bekommen. Phineas Gage hieß der Mann. Und da wurde sein Präfrontalkortex bei beschädigt. Er hat den Unfall überlebt und hat noch mehrere Jahre nach dem Unfall weitergelebt, war danach aber überhaupt nicht mehr in der Lage, sich selbst zu kontrollieren, sich selbst unter Kontrolle zu halten. Ist also sehr schnell sehr aggressiv geworden, ist auch gewalttätig geworden. Und da hat man eben das erste Mal festgestellt, dass also auch mechanische Schädigungen des Gehirns durchaus Einflüsse haben können. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg hat man da weitere Untersuchungen durchführen können, weil eben Verletzte aus den Kriegen wiederkamen. Inzwischen macht man solche Studien dann über bildgebende Verfahren oder über sogenannte transkranielle Magnetstimulation. Das heißt also, über Magnetspulen werden dann Teile des Gehirns für eine kurze Zeit lahmgelegt. Das ist für die Versuchsperson nicht weiter schädlich. Und dann führt man eben Experimente durch. Und das hat sich eben gezeigt, wenn man hier vorne den Präfrontalkortex lahmlegt, fällt auch die Impulskontrolle, das ist der Begriff, den ich gesucht habe, weg. Und dann neigen eben Personen dazu, zum Beispiel sehr schnell sehr aggressiv zu werden. Also es kommt dann sehr schnell zum Aggressionsdurchbruch. Und der Präfrontalkortex bzw. die Biochemie, die da im Gehirn abgeht, kann natürlich auch sehr stark von Drogen und Medikamenten beeinflusst werden. Klassisches Beispiel: Ritalin, dieses Medikament für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Das wirkt beispielsweise bei den Patienten, die wirklich ADHS haben, beruhigend, während es anderen Nicht-ADHS-Patienten eher aufputscht. Da wirkt es eher wie eine Droge. Und zum Schluss die, ich sag mal, etwas spitz formulierte Frage: Wenn Killerspiele so böse sind, warum gibt es dann so wenige Amokläufe? Also rein statistisch betrachtet müsste, wenn diese Aussage stimmt, Killerspiele führen zu Gewalt, müsste es wesentlich mehr Amokläufe geben, sowohl in Deutschland als auch in den USA, als auch weltweit. Aber es sind, wie gesagt, relativ wenig Amokläufe überhaupt bisher stattgefunden. Also die Statistik geht da von 100 bis 150 aus. Das ist eine verschwindend geringe Zahl, wenn man das auf die Gesamtpopulation hochrechnet. Das ist also statistisch im Promillebereich. Und da stellt sich eben die Frage, ob manche Aussagen in den Medien, die da getätigt werden, nicht ein wenig übertrieben sind. Ja, ein weiterer Punkt, der mich selber auch immer interessiert hat, ist Schießen dann. Es gibt also in den USA einen sogenannten Militärpsychiater. Hast du den Namen noch parat? Rossman? Rossman, genau, wie unsere Drogerie. Grossman, Vicky am Anfang, ja. Also es gibt dort in den USA einen Militärpsychiater, der ist ein wenig seltsam. Der läuft dort rum und behauptet eben immer, dass die Armee Computerspiele einsetzt, um Schießen zu lernen, um Leute zu desensibilisieren. Das stimmt
In gewisser Weise. Allerdings lässt sich die Laufbahn dieses Herrn Grossman auch nicht wirklich zurückverfolgen. Also er behauptet immer, er wäre irgendwie Psychiater irgendeiner Spezialeinheit und hätte da Leute ausgebildet. Das lässt sich alles nicht verifizieren. Und er behauptet dann immer, wenn er darauf angesprochen wird, ja, es ist halt Spezialeinheit und geheim und ich kann da nicht jedem was erzählen. Also der ist so ein bisschen, er erscheint eher sich selbst vermarkten zu wollen, als dass er wirklich seriöse Forschung betreibt. Er hat aber eben in den USA ein Buch herausgegeben, das sich genau mit diesem Thema befasst. Und da habe ich mir gedacht, okay, kenne ich mich ein bisschen mit aus mit dem Thema Schießen, können wir ja auch mal drauf schauen. Das hier ist eine Beretta 92F. Ich weiß ja nicht, wer von euch im Publikum schon mal geschossen hat. Bei dir weiß ich's. Okay, sonst irgendjemand, Bundeswehr oder so? Nein? Gut, das ist also gerade in Deutschland auch ein Problem in der Debatte. Viele haben selber noch nie geschossen. Ich selber hatte das Vergnügen. Ich war ja nun, wie gesagt, 23 Monate bei der Bundeswehr. Das ist eine Waffe, das ist eine Beretta 92F, sehr beliebt bei Strafverfolgungsbehörden, unter anderem in den USA. Und das war eine der Waffen, die, jetzt muss ich überlegen, Tim Carr in Winnenden eingesetzt hat. Der ist also mit der Pistole losgezogen und hat dort Mitschüler und Lehrer getötet. Hier nochmal kurz ein bisschen was zu mir. Ich war, wie gesagt, 23 Monate, also knapp 2 Jahre bei der Bundeswehr, in der Jägertruppe, also Infanterie. Das heißt, ich habe so gut alles geschossen, was irgendwie an Waffen da ist, die man tragen kann. Also Pistolen, P1, P8, Sturmgewehr, Maschinengewehr, Granatpistole, Panzerfaust, Maschinenpistole, MP2, also die Uzi. Und ich hatte auch das etwas zweifelhafte Vergnügen, Reserve-Sanitätsoffiziere an der Pistole P1 auszubilden. Das waren also Leute, die haben vor 30 Jahren irgendwann mal ihren Wehrdienst abgeleistet, sind inzwischen dann Ärzte geworden, sind als Reservesanitätsoffiziere in der Reserve und ich musste dann mit denen immer Schießlehrgänge machen. Und da sind manchmal durchaus haarsträubende Sachen passiert. Rein psychologisch betrachtet ist das Schießen ein physiologischer Vorgang. Das heißt also, ich kann das Schießen genauso wie beispielsweise eine Operation, die ein Chirurg durchführt, erstmal rein arbeitspsychologisch betrachten. Es gibt gewisse körperliche Voraussetzungen, die ich haben muss. Ich muss also eine gewisse Größe haben, ich muss eine gewisse Kräftigkeit, also einen gewissen Muskel haben. Wer noch nie geschossen hat, also so eine 9mm erzeugt schon einen gewaltigen Rückstoß. Das muss man erstmal abkönnen. Es gibt beispielsweise bei YouTube sehr viele Videos aus den USA, wo dann Kinder oder auch Mädchen oder Frauen, die etwas fragiler gebaut sind, anfangen mit solch großen Waffen zu schießen, die es dann regelmäßig umhaut. Also wir hatten auch so einen Fall bei der Bundeswehr mit einem weiblichen Sanitätsunteroffizier, den hat dann das Schießen mit dem Gewehr umgeworfen. Es ist also so, dass man wirklich eine gewisse körperliche Voraussetzung haben muss. Des Weiteren ist die Motorik notwendig. Ich muss also in der Lage sein, überhaupt erstmal zu zielen. Ich muss meinen Arm ruhig halten können, das kann auch nicht jeder. Und dann brauche ich die Hand-Auge-Koordination. Und beispielsweise dieser Punkt Hand-Auge-Koordination ist etwas, der in der Psychologie sehr stark erforscht wird, weil man es gut messen kann und weil man es auch für andere Sachen braucht. Beispielsweise beim Autofahren. Wenn ich also irgendwo um die Kurve lenke und dabei schalte oder bremse, dann muss ich ja irgendwie in der Lage sein, diesen ganzen Vorgang zu koordinieren. Als ich meinen Führerschein bekommen habe, war das bei mir noch nicht so ausgeprägt. Das heißt also, ich habe dann immer versucht zu gucken, wo ich hinschalten muss und so weiter. Das sind alles Prozesse, die man durch Üben dann verbessern kann. Es gibt sehr viele Forschungsprogramme dafür, beispielsweise im Bereich der Uhrmacher. Die müssen eben sehr stark Hand-Auge-Koordination haben, um diese ganze kleine Mechanik zu machen. Und Chirurgen sind davon auch stark betroffen, insbesondere Neurochirurgen, die also Nervenverbindungen zusammen bauen müssen. Diese Hand-Auge-Koordination wird, oder dafür ist Training zwingend erforderlich. Man kann also nicht hingehen, sich irgendeine Pistole greifen, wenn man so ein Ding noch nie in der Hand gehabt hat und dann im Rahmen eines Amoklaufs oder sonst irgendwie auf einer Schießbahn irgendwie wirklich, ich sag mal, jetzt klingt etwas pervers, gute Ergebnisse erzielen. Also gerade bei dem Tim Carr in Winnenden war es beispielsweise der Fall, dass er ein Mädchen mit einem Kopfschuss erschossen hat, das vor ihm weggelaufen ist, auf 50 Meter Entfernung. Das ist also rein von der Schießtechnik her schon relativ gut, dass er das geschafft hat. Und es ist jetzt meiner Meinung nach sehr zweifelhaft, dass dieses Schießtraining komplett am PC trainiert werden kann. Denn wenn ich am PC sitze, habe ich natürlich schon mal eine ganz andere Körperhaltung. Also ich stehe nicht da und halte die Pistole, sondern ich ziele irgendwie mit der Maus oder mit einem Joystick. Und wenn ich das dann Ganze wieder in die Realität übertragen will, dann kommen da noch andere Faktoren hinzu. Ich bin in Bewegung, also wer im Laufen schießen muss, das ist sehr schwer. Wir hatten bei der Bundeswehrübung Schießen unter Belastung, das heißt also Rucksack auf, Helm auf, dann Liegestütze machen oder rumlaufen und dann wirklich mit schwerem Atem dann schießen und das Ganze ist extrem heftig, da überhaupt was zu treffen. Erregung kommt hinzu, Stress, körperliche Belastung, andere motorische Prozesse, also wie gesagt, das Laufen ist zum Beispiel sowas. Es gibt den Rückstoß, den hat man beim Computer überhaupt nicht und der ist auch bei moderneren Waffen noch relativ heftig. Und man hat natürlich am Computer keine 3D-Darstellung der Umgebung. Man starrt auf diesen flachen Bildschirm
Und das hat absolut gar nichts mit der Realität zu tun. Von daher wage ich es zu bezweifeln, dass man ohne weitere Ausbildung nur am Computer schießen lernen kann und das dann in die Realität übertragen kann. Das wird aber unter anderem von diesem Grossman auch behauptet. Leider, also ich habe mal überlegt, man könnte sowas mal mit einer Studie untersuchen. Man müsste dann einen sogenannten Mehrgruppenplan mit Randomisierung haben. Das heißt also, man müsste einfach Versuchspersonen haben, müsste die einteilen in diejenigen, die halt am Computer spielen, diejenigen, die eine Schießausbildung bekommen, diejenigen, die gar nichts bekommen. Und dann könnte man mit einem Simulator die Schussleistung vor und nach dem Treatment, also vor und nach dem Computerspielen oder der Ausbildung, vergleichen. Die Bundeswehr hat beispielsweise solche Simulatoren, da könnte man sowas theoretisch mal durchführen. Allerdings gibt es eben auch einen Punkt, der gerade in den Medien etwas untergegangen ist. Da muss man sich auch ein bisschen fragen, wieso. Die meisten Amokläufer in Deutschland, und ich glaube sogar alle in den neueren Jahren, waren irgendwo Mitglied eines Schützenvereins. Das heißt, die haben Schießen im Schützenverein gelernt. Die hatten also ihr Training. Allerdings wird relativ selten und relativ wenig über diese Schützenvereine diskutiert. Ja, damit bin ich jetzt auch schon beim fast letzten Teil oder beim letzten Teil. Da geht es um Resilienzstärken. Resilienz ist auch wieder ein Begriff aus der Psychologie, der wurde aus der Physik, glaube ich, übernommen oder aus der Biologie. Resilienz bedeutet, dass ein System in einem stabilen Zustand ist. Ja, dass es also nicht kippt, nicht irgendwie umdreht. In der Psychologie bedeutet Resilienz sowas wie, vereinfacht gesagt, dass Menschen, beispielsweise Kinder, die unter schlechten Verhältnissen aufwachsen, nicht selber zu schlechten Menschen werden. Also wer irgendwo in einem, sagen wir mal übertrieben, in einem Ghetto aufwächst mit kriminellen Eltern, muss nicht selber zwangsläufig eine kriminelle Karriere einschließen. Und das sind eben Fragen der Resilienzforschung. Wie kommt es, dass manche Kinder dann eben selber kriminell werden und vielleicht irgendwann mit 35 tot, mit einem goldenen Schuss irgendwo auf der Straße enden, während andere es aus dem Ghetto heraus schaffen, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und Millionär zu werden oder sowas. Es gibt zum Bereich oder gibt im Bereich Diagnostik ein Forschungsprojekt an der Freien Universität Berlin. Das ist das Berliner Leaking-Projekt. Leaking sind einfach Leaking, sowas wie Lecken eigentlich übersetzt. Es geht beim Leaking darum, dass Hinweise im Vorfeld abgegeben werden. Also jeder Amokläufer, der irgendwann Amok gelaufen ist, hat im Vorfeld solche Hinweise gegeben darauf, dass er Amok laufen wird. Das Problem ist nur postmortem, also nach der Tat erscheint das alles logisch, als er damals gesagt hat, ich bringe euch alle um, dass sonst wirklich alle oder dass er wirklich seine Klassenkameraden umbringen wollte. Bloß wenn man eben jetzt im Vorfeld sagen würde, jeder, der sich aggressiv äußert oder sowas androht, dass der auch wirklich Amok läuft, ist eben sehr unwahrscheinlich. Das heißt also, vor der eigentlichen Tat ist eine Diagnose unglaublich kompliziert und schwer. Beim Leaking sind sich auch die Psychologen noch nicht einig. Es gibt also durchaus dort widersprüchliche Studien. Das heißt also, auch das ist wieder unglaublich kompliziert. Was auch wieder damit zu tun hat, dass die Anzahl der Täter, die Amoklauf durchgeführt haben, relativ gering ist. Die Anzahl der überlebenden Täter ist nochmal geringer. Und eigentlich ist die Zahl der Täter, die man, ich sag mal, zur Verfügung hat für Forschung, statistisch nicht signifikant bzw. nicht ausreichend. Also eigentlich kann man aus dieser geringen Anzahl von Amokläufen keine wirklich statistisch abgesicherte Aussage treffen. Ein weiterer Punkt, gerade für Schulen, es wurde sehr stark diskutiert nach den letzten Amokläufen, Lehrer sind keine Diagnostiker, das sind auch keine Kliniker. Nicht mal jeder Psychologe ist dazu in der Lage. Also man muss dann schon wirklich ein Spezialist sein im Bereich Diagnostik, im Bereich klinische Psychologie und dann auch noch im Bereich Gewalt und Amok. Und da kann man nicht einfach verlangen, dass jetzt jeder Lehrer, der in der Woche 3 Stunden Deutsch unterrichtet, in der Klasse da irgendwelche potenziellen Amokläufer erkennt. Das kann man also vermute ich mal komplett vergessen. Und auch ein Schulpsychologe pro Schule wird dieses Problem nicht lösen können. Das heißt also, wir sind hier eigentlich, wenn wir es halbwegs lösen wollen, das Problem oder verhindern wollen, auf andere Mechanismen angewiesen. Der wichtigste Punkt, um Resilienz zu stärken und generell Gewalt in jeglicher Form verhindern, ist eigentlich eine Stärkung des Selbstwertgefühls. Das heißt also, Versuchspersonen, die ein relativ geringes Selbstwertgefühl haben, neigen häufiger zu Aggressionen und Aggressionsdurchbrüchen. Selbstwertgefühl stärken passiert eigentlich schon einige Jahre, bevor Kinder in die Schule kommen. Das passiert also unter anderem schon allein durch das Bindungsverhalten zwischen den Eltern, zwischen den Bezugspersonen und dem Kind, direkt nach der Geburt. Das ist schon sehr stark ausgeprägt, wenn ein Kind eingeschult wird im 5. oder 6. Lebensjahr.
Und eigentlich ist das eine Sache, die von der Familie sehr stark beeinflusst wird. Also die Schule hat auch nur begrenzt Möglichkeiten, hier, ich sag mal, übertrieben ein verfuschtes Elternhaus wieder wettzumachen. Das geht auch nicht ohne weiteres. In der Pädagogik und Psychologie sprechen wir davon, dass die Kinder Selbst- und Weltwirksamkeit erfahren müssen. Das klingt in der Vorlesung immer sehr schön, wenn man dann selber mal pädagogisch handeln muss, sprich irgendwo in der Schule landet oder gar mit Problemkindern, also Kindern aus Problemfamilien zu tun hat, dann klingt die Theorie immer sehr toll. Bloß die Praxis ist dann auch wieder eine ganz andere Lebenswelt, die man dann irgendwie umsetzen muss. Das heißt also, es ist nicht ohne weiteres möglich, jedem Kind, das ein, ich sag mal, schlechtes Elternhaus hat oder kein Selbstwertgefühl hat, in der Schule oder sonst irgendwie mal so schnell so ein bisschen Selbstwertgefühl mitzugeben. Was man machen kann, ist natürlich positive Strokes verteilen. Das heißt also, Kindern positive Gefühle vermitteln. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass jede Leistung in der Schule erstmal überschwänglich gelobt werden muss. Das merken Kinder auch sehr schnell, dass das nicht ernst gemeint ist und lassen sich darauf nicht ein. Aber man sollte zumindest mal versuchen, ein positiveres Miteinander zu etablieren in den Schulen. Wenn man sich näher damit befassen möchte, es gibt die sogenannte Transaktionsanalyse, die ist unter anderem von Eric Byrne sehr stark gefördert und untersucht worden. Da gibt es zwei Bücher zu, Spiele der Erwachsenen von Eric Byrne. Da geht es eben darum, in welchen Zuständen sich Menschen befinden können. Also wenn ich hier quasi durch den Tag gehe, dann bin ich ja nicht immer in einem und demselben emotionalen Zustand, sondern ich kann eben auch in verschiedene Zustände wechseln. Und er hat dort verschiedene Zustände untersucht und hat die dann beschrieben, beispielsweise das quengelnde Kind, das jetzt Aufmerksamkeit braucht, oder die überfürsorgliche Mutter oder Vater. Und er beschreibt eben, wie Kinder, wie Erwachsene dort ständig zwischen diesen Zuständen hin und her springen und was man tun kann, um jemand aus einem weniger guten Zustand in einen guten Zustand zu bekommen. Ein weiteres Buch, das auch sehr gut ist in dem Bereich Ich bin okay, du bist okay von Robert Harris. Das basiert eben auch auf dieser Transaktionsanalyse und der versucht eben sehr stark dieses Thema positives Miteinander zu befürworten, beziehungsweise da mehr zu tun. Also alles in allem muss man sagen, es wird immer problematisch sein, solche Amoklauf ankündigen, Leaking oder solche Gewaltausbrüche zu verhindern. Die Schule kann das eigentlich nicht leisten. Und spätestens dann, wenn beispielsweise medizinische Gründe auch da betroffen sind, also Drogenmissbrauch oder, ich sag mal, psychiatrische Erkrankungen, die ja bei, ich glaube, Tim Kahn Wendenden auch im Gespräch waren, dann sind in der Regel auch die Eltern überfordert mit solchen Dingen. Also müsste man meiner Meinung nach auch auf alle Fälle den Zugang zu Waffen anders reglementieren. Und damit sind dann insbesondere natürlich die Schützenvereine angesprochen, die ja unter anderem, bei Tim K. war das ja der Fall, der Vater war im Schützenverein und hat eben den Zugang zu den Waffen offen gelassen und in den Medien wird das auch relativ wenig diskutiert, also es fingen auf einmal alle an, über die Killerspiele herzuziehen. Es gab schon Amokläufe, bevor es überhaupt Computerspiele gab, also der Einfluss der Computerspiele ist sicherlich da, er ist aber fraglich, wie hoch er ist und es wäre wesentlich einfacher, da im Bereich Zugang zu Waffen bzw. Schützenvereinen anzugreifen. Und in der Diskussion dann aus gesellschaftlicher Sicht kommt ja dann auch hinzu, dass viele Politiker durchaus mit Schützenvereinen verbandelt sind. Also wenn man sieht, dass Herr Stoiber da in dieser Schützenuniform rumläuft, dann ist natürlich klar, dass er erstmal gegen Computerspiele ist, aber nichts gegen die Schützenvereine sagen wird. Ja, ich habe hier mal noch ein Bild zur Illustration. Ich hatte vorhin gesagt oder in der Einführung gesagt, es gibt diese Multifaktoranalysen. Das sind erstmal nur die Faktoren, die auf den Selbstwert einwirken. Das heißt also, allein für Selbstwert habe ich hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Faktoren, die nur auf diesen einzelnen Selbstwert einwirken. Der Selbstwert wiederum ist ein einzelner Faktor in diesem Gesamtbild. Das heißt also, ich habe dann also Selbstwert, da hängen wieder 6 Faktoren dran. Dann kommen noch ganz andere Faktoren mit dazu. Und da müsste man eben entsprechend auf diejenigen, auf die Personen, die eben Probleme mit Aggression, Aggressionspotenzial haben, einwirken. Gesellschaft ist hier genannt, Selbstbild ist natürlich ein Problem. Also wenn man das Selbstbild einer Person, die 20, 30 Jahre alt ist, ändern will, dann muss man da schon sehr viel Arbeit rein investieren. Das geht auch nicht von heute auf morgen, das kann ein Lehrer nicht leisten, das kann auch ein Schulpsychologe nicht leisten. Da sind eben andere Methoden gefragt. Und es gab mal eine sehr interessante Dokumentation in den dritten Programmen über Psychologen, Psychiater, Therapeuten, die halt in Gefängnissen mit Gewalttätern arbeiten, unter anderem auch hier in der JVA Burg. Und da kann man dann auch sehen, wie schwer es ist, solche Leute überhaupt erstmal zu erreichen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt alle diejenigen, die solche Gewalt
Probleme oder Aggressionsprobleme haben, dass die zu Hause sitzen und sich sagen, bitte helft mir, ich brauche unbedingt Hilfe, sondern die sind ja in der Regel nicht mal erreichbar. Und wenn man das noch nicht mal hinbekommt, dann kann man eben mit der Person auch nicht irgendwie arbeiten, kann nicht intervenieren, kann keine Intervention durchführen, kann da nicht eben einwirken. Ja, organisatorische Maßnahmen kann man natürlich auch treffen in Schulen, also sowas wie Alarmpläne, Alarmierungssignale, Sicherheitstüren und Schleusen. Also ich bin jetzt kein großer Fan davon, dass die Schulen dann aussehen sollen wie Flughäfen oder in den USA, dass da also irgendwie Wachpersonal steht mit Metalldetektor. Das ist sicherlich etwas übertrieben. Man kann aber wenn man Schulen modernisiert oder Schulen baut, kann man sich überlegen, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, dass die Türen von außen nicht ohne weiteres geöffnet werden können, also die Klassentüren. Das sind alles bauliche Maßnahmen, die dann im Falle eines Amoklaufs versuchen, eben die Opferzahl möglichst gering zu halten, weil eben der Amokläufer nicht überall Zugang hat. Allerdings ist hier auch wieder, dass so eine Schule nicht gerade sehr freundlich ist und ein unfreundliches Setting erzeugt unfreundliche Leute. Also wenn ich halt jeden Morgen mich in eine Schule begeben muss, die aussehe wie ein Hochsicherheitsknast und mich da erstmal drei Security-Leute abtatschen, dann fühle ich mich da weder wohl noch zeigt mir das, dass ich willkommen bin. Und das ist natürlich dann, widerspricht das natürlich hier dem Selbst- und Weltbild der Person und der Selbst- und Weltwirksamkeit. Wenn ich also solche Sicherheitsmaßnahmen habe, dann sage ich demjenigen, der da durch muss, jedes Mal, wir vertrauen dir nicht, du bist gewalttätig, wir müssen dich überwachen und kontrollieren. Und das führt dann zwangsläufig irgendwann dazu, dass vielleicht das Selbstwertgefühl sinkt oder dass ja Aggression durch diese Sicherheitsmaßnahmen entsteht. Ja, also wie gesagt, da muss man noch sehr stark forschen. Ansonsten, so einfach ist es nicht. Es ist ein sehr politisches Thema, also da kochen natürlich sofort die Emotionen hoch. Viele Leute, also ich war selber überrascht davon, als ich halt die Anzahl der Amokläufe in Deutschland zusammengezählt habe. Das sind insgesamt je nach Definition unter 20 Stück. Also ich habe mit wesentlich mehr gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass schon allein seit der Wende mindestens 50 Amokläufe existiert haben. Das ist eigentlich, es ist ein, sag mal, statistisch gesehen, ist es nicht signifikant. Es kocht natürlich sofort hoch. Niemand möchte natürlich, dass irgendjemand in der Schule Kinder umbringt oder generell, dass es solche Amokläufe gibt. Es ist jedes Mal ein hochpolitisches Thema, wo dann Politiker ihre politische Agenda durchdrücken wollen. Vorhin schon angesprochen, die Schützenvereine sind ein Riesenproblem. Im Schützenverein lernt man schießen, man wird dort an der Waffe ausgebildet. Zum politischen, gut, seit einem halben Jahr haben wir die Wehrpflicht nicht mehr, aber wenn ich beispielsweise sehe, dass Politiker wie der Herr Stoiber eben einerseits gefordert haben, dass man Killerspiele wegen der Gewalt verbietet, sie andererseits strikte Verfechter der Wehrpflicht waren und der Auslandseinsätze, dass sie also quasi mir sagen wollen, du darfst keine Computerspiele mehr spielen, aber wir wollen, dass du mit 18 zur Bundeswehr gehst und dann im Kosovo oder Afghanistan rumläufst, widerspricht das doch auch ein wenig dieser ganzen Gewaltdiskussion. Schmutz- und Schundliteratur, diese Diskussion um Medien, hat es immer gegeben, wird es wahrscheinlich auch immer geben, nicht nur in Deutschland, also das findet weltweit in jeder Kultur statt. Da hat ja eben der letzte Vortrag schon ein bisschen was zu gesagt. Als, ich glaube 1950 oder 60 rum, die Bravo das erste Mal auftauchte, war ja auch der Weltuntergang nahe, weil die ganzen Kinder und Jugendlichen verrohen werden. Als der Walkman eingeführt wurde, gibt es auch Fernsehberichte von besorgten Psychologen, die dann vorhersagten, dass wir alle vereinsamt werden und dass es bald keinen Nachwuchs in Deutschland mehr gibt, weil alle nur noch mit Kopfhörern in der Straßenbahn sitzen und niemand mehr Kontakt miteinander hat. Also die Cassandras gibt es immer, die da stehen und rufen. Ist nur fraglich, ob sie dann Recht behalten. Mir ist eine interessante Variable in der gesamten Untersuchung der deutschen School-Shootings aufgefallen. Und zwar ist die Parteizugehörigkeit der Kultusminister des jeweiligen Bundeslandes überall gleich. Das sind immer CDU-CSU-Abgeordnete. Da könnte ich jetzt natürlich auch fordern, dass diese Parteien verboten werden, weil die natürlich offensichtlich dazu führen, dass Amokläufe existieren. Ne? Also das ist jetzt eine etwas vereinfachte kausale Aussage. Und dann die Sache, die mich wirklich dann an diesem Vortrag gereizt hat, mich auch selber interessierte, warum bin ich eigentlich nie Amok gelaufen? Weil ich erfülle ja nur alle, im Prinzip alle bösen Faktoren habe ich ja so quasi in mir und ich selber bin nie Amok gelaufen, habe es auch nicht vor, das irgendwann mal zu tun, obwohl ich halt eben genau in dieses Bild reinpasse und eben ich eben auch schon das Vergnügen hatte, dass ich mal von einer Lehrerin halt zum Direktor zitiert wurde, weil sie Angst hatte, dass ich irgendwie gewalttätig werde oder suizidal. Wir sollten halt irgendein Gedicht interpretieren und ich habe dann halt ein Lied von Metallica genommen, einer ihrer Bandmitglieder ist bei einem Autounfall gestorben und darüber haben sie halt gesungen und das Lied habe ich dann halt genommen und schon, bist du suizidal? Nein. Naja. Abschließend ist zu sagen, die Erforschung von solchen Sachen, generell von Aggression oder menschlichem Verhalten, ist sehr, sehr kompliziert.
Wenn ich wirklich endgültig Gewalttätigkeit oder Entwicklung oder solchen Einfluss von Medien auf Personen untersuchen möchte, dann muss ich das eigentlich auch im Rahmen der Entwicklungspsychologie machen. Das heißt, ich müsste eigentlich Versuchspersonen oder Individuen vom Zeitpunkt ihrer Geburt bis 30. 40. Lebensjahr oder so untersuchen. Und selbst da muss ich noch überlegen, welchen Einfluss hat denn die Mutter während der Schwangerschaft? Nimmt die beispielsweise irgendwelche Medikamente oder Drogen, die die Entwicklung des Fötus beeinflussen? Ne? Taucht Gewalt in der Familie auf? Wie geht man in der Familie damit um? Welche weiteren Einflussfaktoren gibt es? Das heißt also, die Erforschung ist unglaublich kompliziert und ich vermute auch, und da bin ich nicht alleine, das sagen andere Forscher auch, dass wir wahrscheinlich nie wirklich sagen können, dass es mal irgendwie ein Schema gibt, anhand dessen man Gewalttäter oder Amokläufer oder potenzielle Amokläufer erkennen kann. Das heißt also, dieses ganze Thema wird nie wirklich so gelöst werden, wie das die Medien oder die Politiker gerne hätte. Und deshalb würde ich sagen, dass auch die Medien hier mal ein bisschen mehr Ruhe in die ganze Diskussion reinbringen sollten. Und es ist immer erstaunlich, dass jedes Mal bei jedem, wirklich jedem Amoklauf oder bei jeder solcher Tat immer wieder dasselbe diskutiert wird. Und wo man dann als Psychologe sagt, das hattet ihr letztes Mal schon, da haben wir euch auch schon erklärt, dass das Blödsinn ist. Und dann kommt das jedes Mal wieder. Also diese mediale Diskussion ist dann doch eher etwas fragwürdig. Und ich verstehe es auch, dass viele oder einige Forscher in dem Bereich, die jetzt wirklich seriöse Forschung betreiben wollen, einfach gar keinen Bock mehr haben, sich da irgendwie in einer Talkshow dumm anmachen zu lassen. Es gibt natürlich Leute, die im Bereich Kriminalistik forschen, die dann gerne durch die Talkshows tingeln, aber das sind dann eher weniger die seriösen Forscher. Ja, da muss man nur mal nach Hannover gucken. Genau den meine ich. Also es ist wirklich so, dass der Herr Pfeiffer, der Töpfchen-Pfeiffer, der wird eben von vielen wirklichen Forschern nicht wirklich für ernst genommen, weil er eben auch, da sind handwerkliche Fehler drin und die Taz hat, glaube ich, mal in Berlin bei der, ich glaube, es war das Projekt der FU angefragt und dann kam von denen halt das Antwort, naja, wissen Sie, wenn Sie mit dem diskutieren wollen, wissen wir doch schon vorher, was da kommt und wir wissen auch schon vorher, wo die methodischen Fehler bei dem liegen. Also wir haben keinen Bock auf eine Diskussion mit dem. Und er wird dann halt aber immer durch die Medien gereicht. Das ist halt eben ein Riesenproblem. Ansonsten wäre ich jetzt mit dem Vortrag soweit durch. Wenn Fragen sind, hier ist noch meine E-Mail-Adresse.